Wir berichten ja immer mal wieder über die riesige Bedrohung, die von Asteroiden ausgeht. Denn auf den Punkt gebracht sind wir ihnen, genau wie das restliche Leben auf der Erde, einfach nur schutzlos ausgeliefert. In diesem Zusammenhang waren Forschungsteams weltweit vor den Asteroiden 2010 RF12, Apophis und auch Bennu, den die NASA zum gefährlichsten aller bekannten Asteroiden zählt. Was man alles zu diesen Riesenbrocken wissen sollte, wie hoch die Bedrohung wirklich ist und ob die geplante Abwehrrakete der NASA tatsächlich das Potenzial hat, das Leben auf der Erde zu schützen. Jetzt in Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ja, vielen Dank für diesen Themenvorschlag an die WhatsApp-Community. So langsam dämmert es der ganzen Menschheit. Die Erde ist ständig bedroht von Kollisionen mit erdnahen Asteroiden und wird auf Dauer von einem riesigen Brocken getroffen werden. Garantiert. Viele Objekte sind klein und verglühen in der Atmosphäre, ohne dass wir es bemerken. Dass ein Himmelskörper in die Atmosphäre eindringt und explodiert oder einschlägt, kommt allerdings öfter vor, als wir denken. So wie es eventuell auch mit Apophis passieren könnte. Den Asteroiden kennen wir seit dem Jahr 2005, ein 300 Meter Klumpen, der nach dem ägyptischen Gott der Finsternis und des Chaos benannt ist. Im Jahr 2029 soll er die Erde um nur knapp 30.000 Kilometer verfehlen. Er fliegt also unter den geostationären Satelliten durch. So nah, dass wir ihn vielleicht sogar mit bloßem Auge erkennen können. So spekulieren manche. Ein paar Jahre später, nämlich 2095, folgt 2010 RF12 mit einem Durchmesser von etwa 10 Metern. 1 zu 16, so hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass er auf der Erde einschlagen wird. Doch wirklich Sorgen machen müssen wir uns derzeit nicht, denn bei seiner Größe ist wirklich kein großer Schaden zu erwarten. In 900 Jahren, dann steht ein gigantischer Asteroid auf dem Plan. Der Asteroid 29075 1950 DA mit einem Durchmesser von 1 Kilometer. Forschungsteams haben die Wahrscheinlichkeit, dass er auf der Erde einschlägt, mit 1 zu 300 berechnet. Und das ist gar nicht gut. Aber schon bald kommt uns Bennu näher. Nach Einschätzung der NASA einer der gefährlichsten Asteroiden überhaupt. Am 25. September 2135 könnte er der Erde tatsächlich gefährlich nahe kommen. Und das hätte mit einem Durchmesser von 500 Metern und einem Gewicht von 87 Millionen Tonnen fatale Folgen. Bei einem Aufprall würde er nach Berechnungen der NASA wohl eine Energie von, Achtung, 80.000 Atombomben freisetzen. Das entspricht einer kinetischen Energie von 1.200 Megatonnen. Uns bleiben also noch 100 Jahre, um Gegenmaßnahmen für diesen möglichen Asteroideneinschlag zu erarbeiten. Und genau daran tüftelt die Behörde namens Planetary Defense Team der NASA, vor kurzem gegründet mit Hochdruck. Stichwort HAMMER. Das steht für Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response Vehicle. Ein 9 Meter langes und knapp 9 Tonnen schweres Raumschiff, das mit einer Delta IV Heavy in den Weltraum gebracht werden soll. Es könnte nicht nur als Transportmittel für eine Atombombe dienen, sondern auch als Rambock, beispielsweise für Bennu. Denn ein kleiner Schubser könnte den Asteroiden zu einer Kursänderung bringen. Und selbst wenn dieser erst einmal nur minimal wäre, könnte er den Kurs mit einer gewissen Vorlaufzeit im Laufe der Zeit immer weiter verschieben. Doch erst einmal müsste das Raumschiff überhaupt gebaut werden, die Mission und die Flugzeit geplant werden. Und je mehr Zeit vergeht, umso schwieriger gestaltet sich dieser Plan. 10 Jahre vor dem errechneten Einschlag von Bennu bräuchte man schon bis zu 53 Hammers, um seinen Kurs zu ändern. Oder aber man agiert doch mit einer Atombombe gegen ihn, wobei es hierbei auch wieder einige Risiken gibt. Bennu könnte in mehrere Teile aufgespalten werden, die dann weiterhin Kurs auf die Erde nehmen. Ihr könnt euch alle ausmalen, was bei einem Asteroideneinschlag auf der Erde passieren könnte. Hollywood-Filme, dazu gibt es ja genug. Fliegende Trümmer, Tsunami-Wellen und schlimme Erdbeben etwa könnten wirklich einen Großteil des Lebens auf der Erde auslöschen. Doch viel mehr Sorgen machen sich Forschungsteams um die kleineren Objekte, denn von ihnen sind geschätzt nur 1% bekannt. Ganz im Gegensatz zu den gigantischen Gesteinsbrocken aus dem All, die NASA und die anderen Weltraumagenturen auf dem Schirm haben. Das hat beispielsweise auch der überraschende Einschlag des Asteroiden in der Nähe des Uralgebirges bei Chelyabinsk im Jahr 2013 gezeigt. Er hatte nur einen Durchmesser von 20 Metern und wog etwa 16.000 Tonnen. Doch rund 1.500 Menschen wurden verletzt und 700 Gebäude wurden beschädigt. Fest steht jedenfalls, hätte man dies vorausgesehen, hätte man Schlimmeres ganz einfach verhindern können. Das bloße Öffnen der Gebäudefenster hätte
den Großteil der Schäden vermeiden können. Und um genau das schon frühzeitig vorauszusagen, nämlich wie viele Asteroiden wann genau der Erde nahe kommen könnten, müsste der komplette Nachthimmel regelmäßig abgescannt werden. Erst im Juni diesen Jahres hat die NASA ein Strategiepapier zur Asteroidenabwehr vorgelegt. Demnach müssen dringend Möglichkeiten entwickelt werden, mit denen die Flugbahnen der Gesteinsbrocken beeinflusst werden können. Auch hier betont die NASA noch einmal, dass die Wahrscheinlichkeit für einen schlimmen Einschlag gering ist, doch die Folgen umso katastrophaler. Und wir dürfen nicht vergessen, jedes Jahr gibt es rund 2 Asteroideneinschläge, von denen wir allerdings kaum etwas mitbekommen, weil sie meistens in unbewohntem Gebiet einschlagen. Bis 2020 sollen jetzt alle erdnahen Asteroiden, die größer sind als 140 Meter entdeckt, zuverlässig entdeckt werden können. Experten und Expertinnen plädieren immer wieder für eine bessere weltweite Zusammenarbeit und den Aufbau eines koordinierten Frühwarnsystems. Auch in Europa macht man sich Gedanken dazu. Die ESA plant im kommenden Jahr ein neues Teleskop auf Sizilien aufzubauen, um den Nachthimmel nach Objekten abzusuchen. Ein solches Teleskop würde das innerhalb von maximal 4 Nächten schaffen. Um den Himmel in einer Nacht abzuscannen, bräuchte es 3 bis 4 solcher Teleskope. Wenn ihr keine Videos dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann addet mich bei WhatsApp. Dann umgeht ihr die kaputte Abo-Box hier auf YouTube und verpasst kein Video mehr. Denn über WhatsApp erfahrt ihr von mir noch vor allen anderen vom neuesten Video. Ich schicke euch dann vorher eine Nachricht, und zwar täglich und garantiert. Einfach hier draufklicken und am besten auch meinen Schwesterkanal Klicks zum Social Media abonnieren. Da gibt es das Neueste aus der Social-Media-Welt dafür. Da klicken aber nicht die. Genau, die Glocke vergessen. Und hier geht es weiter mit, Achtung, darauf auch dann klicken. Die Erde entgeht knapp einem großen Asteroideneinschlag. Bis dann. Bleibt dran.